Armin von GigaTech auf der IFA 2015 bei Acer. Drei neue Liquid-Smartphones hat Acer vorgestellt. Ich habe jetzt hier das High-End-Modell, das Acer Liquid Z630. Lass uns das mal genauer anschauen. Das Acer Liquid Z630 kommt mit, ich hatte das High-End deswegen gerade so ein bisschen in Anführungsstriche gesetzt, das sind natürlich Spezifikationen, die sich jetzt nicht mit einem Galaxy S6 oder sowas messen können. Wir haben hier ein 5,5 Zoll Display, also durchaus fast schon Phablet-Ausmaße. Das löst allerdings nur mit 720p auf, das ist halt nicht so wahnsinnig viel. Fällt jetzt nicht zu negativ auf, sieht man aber natürlich, wenn man genau drauf schaut, dass das jetzt nicht super gestochen scharf ist. Also 1080p dürfen es bei einem 5,5 Zoll Display meiner Meinung nach schon sein. Interessant ist, dass wir sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite eine 8-Megapixel-Kamera haben. Also gute Selfies nimmt das Ding unter Umständen auf, konnte ich jetzt noch nicht ausprobieren. MediaTek MT6735 Prozessor werkelt hier unter der Haube. Wir haben 2 GB RAM und 16 GB internen Speicher, der aber erweiterbar ist. Und dazu zeige ich euch jetzt nochmal die Rückseite, die übrigens aus Kunststoff so ein bisschen geriffelt ist. Geschmackssache, sieht von weit ganz gut aus, von nah dann nicht mehr so, finde ich. So, jetzt versuche ich die mal hier abzunehmen. Darunter ist dann nämlich, und das ist tatsächlich so eine kleine Besonderheit, des Z630, die mir ganz gut gefällt. Und zwar ist der 4000 mAh stark, der Akku. Das ist für ein Gerät dieser Display-Kategorie, sollte das durchaus dafür sorgen, dass das richtig lange hält. Und der ist auch zusätzlich noch austauschbar. Und jetzt seht ihr hier oben schon, wir können hier eine Micro-SD-Karte einschieben und parallel dann aber auch noch 2 Micro-SIM-Karten betreiben. Also Dual-SIM-fähig und das eben nicht auf Kosten einer Entweder-Oder-Lösung, sondern Micro-SD kann parallel dann auch noch eingeschoben werden. Vielleicht ganz kurz noch zu den Abmessungen, weil bei 5,5 Zoll ja immer die Frage ist, ob so ein Gerät nicht zu groß ist. Wir haben hier 156,3 mm in der Länge, 77,5 in der Breite, 8,9. Jetzt müsste ich eigentlich mal korrekterweise die Abdeckung hier wieder drauf machen, damit ihr das richtig sehen könnt. Pressen wir hier einfach schnell drauf. Das geht halt so, wie es früher immer bei den Samsung-Geräten ging. So, und dann haben wir nämlich 8,9 mm in der Dicke und das Ganze wiegt 165 Gramm. Ist LTE-fähig natürlich bis Cat 4. Wi-Fi, klar, bis zum Endstandard. Bluetooth 4.0. GPS ist an Bord und Android 5.1 läuft hier auf dem Gerät. Kommt im September, Oktober dann nach Deutschland und kostet günstige 199 Euro. Also zu dem Preis, finde ich, gehen die Spezifikationen völlig in Ordnung und auch der etwas altbackene Look, den kann man da schon vertreten. Ich bin Armin von GigaTech hier mit dem Acer Liquid Z630. Nach, wo ist der Powerbutton? Hier ist er. Wenn euch das Video gefallen hat, liked es, teilt es mit euren Freunden, abonniert unseren Kanal, da verpasst ihr keins der anderen Videos von der IFA. Auch die anderen Acer Liquid Geräte habe ich da schon reingepackt. Und ja, ich freue mich aufs nächste Video. Bis dann. Tschüss.